Shootout Horror, erbitterter Kampf bei GNTM Sari und Jeni. Wenn das mal kein Mega-Battle wird. Das Eis bei Germany's Next Topmodel wird immer dünner, nur noch 14 Mädels kämpfen um den begehrten Titel. Zwei, die jetzt schon vor der nächsten Woche zittern müssen, sind 23 und 23. Heidi Klum, 44, teilte ihnen in der vergangenen Entscheidung mit, dass sie im gefürchteten Shootout gegeneinander antreten müssen. Ein Dreier verriet jetzt, dass dieser Zweikampf besonders erbittert werden könnte. Es ist der fünfte Model-Direktvergleich der diesjährigen Staffel und wohl auch eine der krassesten Herausforderungen. Ein Pro7-Clip verriet jetzt, dass die übrigen Kandidatinnen in schwindelerregender Höhe an der Wand eines Hochhauses hängen, die Nerven bewahren und sich sexy in Szene setzen müssen. Das bedeutet vor allem doppelte Anspannung für die beiden Wackelkandidatinnen. Abschrecken lassen will sich davon aber nicht, es ist auf jeden Fall eine extreme Drucksituation. Jeni ist auf jeden Fall eine gute Konkurrentin, sie ist ja auch sehr stark in Shootings, aber ich habe auf jeden Fall nicht vor zu fliegen. Auch gibt sich kämpferisch im Interview, wir waren bisher beide in Shootings top, wie ich sie ausstechen werde, weiß ich noch nicht. Die Koffer packen will aber auch sehr unter gar keinen Umständen, ich werde einfach wie bei jedem Shooting alles geben und zeigen, was in mir steckt. Ich will auf gar keinen Fall nach Hause.